Sind hier so. Ist da noch was? Nee. Oh Mann, und hier auch nicht. Okay. Gut, das ist schön, dass wir das hier jetzt geschafft haben. Wenn ich mich jetzt nicht doof anstelle, kriegen wir auf jeden Fall die nächste Abkürzung, hoffe ich doch mal. Ist hier noch irgendeine böse Überraschung? Nee, oder? Ritualblut. Ich glaube, das Ritualblut braucht man eigentlich nur, wenn man diese Kelche machen möchte. Also quasi so, das ist der Multiplayer-Teil hier. Zumindest habe ich das im Multiplayer gespielt. Es war wirklich sehr scheiße. Ich kann es nicht empfehlen. Ich habe das damals für die Platin-Trophäe gemacht. Nur deshalb. Und es hat unendlich lange gedauert und war einfach nur. Okay, ich glaube, hier ist nichts mehr. Aber vielleicht gibt es auch Menschen, die die Kelche richtig geil finden. Also, ja, das kann ja auch sein. Bestimmt, vielleicht. So. Hallo. Bitte keine fiesen Attacken. Das wäre nett. Danke. So, wir öffnen jetzt erstmal die Abkürzung. Ich glaube, die ist hier. Ja! Oh! So. Jetzt gehen wir hier hoch. Und wir sind noch nicht gestorben, oder? Oder doch? Also, liegen meine Blutechos noch bei dem Typi da? Ja, ne? Könnten sie theoretisch noch holen, glaube ich. Ja, jetzt sind wir jedenfalls da, wo wir eben den komischen Jäger besiegt haben. Den aufdringlichen, selbstmordgefährdeten. Aber wir gehen erstmal hier unten weiter. So. Ich glaube, in dieser Ecke ist nichts mehr so weit. Da. Ach so, hier ist, glaube ich, der reguläre Weg, wo es weitergeht. Aber da drüben war ja auch noch so ein Gang mit ein paar Vögeln. Toll. Ja, hallo. Ah. Ja, ich weiß. Ihr seid so nervig. Uah, hallo. Okay, das hat auch gut funktioniert. Hier ist auch keiner mehr. Dann nehmen wir dem Typ mal was ab. Das ist übrigens unser Ziel. Diese alte Kirche. Gar nicht mehr so weit. Jetzt überlege ich gerade, was das Sinnvollste wäre. Man kann es sich wahrscheinlich denken, in dieser Kirche, da ist nämlich der Boss dieses Areals. Der eigentlich nicht so schwer ist, aber es kann ja trotzdem sein, dass ich sterbe, weil ich eigentlich eher ständig sterbe. Vielleicht wäre es dann sinnvoller, dass wir doch erst zu dem Typen auf dem Turm gehen, damit ich die Blutechos nicht verliere. Ich weiß noch nicht. Ich weiß es noch nicht. Wir können, glaube ich, noch eine kleine Abkürzung freischalten. Machen wir das erstmal. Behaupte ich mal. Ich hoffe, das klappt jetzt, ohne dass ich zwischenzeitlich doch nochmal sterbe. Das wäre blöd. Lebst du noch? Du lebst noch! Was soll das? Irgendwas. Ja. Ja, super. Super. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Oh, fuck. Ja. Oh, heil dich mal lieber, du. Besser ist es, ne? Ja, ist ja gut. So.
Dieser bescheuerte Nebel. Hä? Oh! Hey! Das ist ja krass. Ich glaube, den habe ich noch nie gesehen, dass hier so einer ist. Hä? Witzig. Das habe ich jetzt auch nur gehört, glaube ich, weil ich das Spiel zum ersten Mal mit Kopfhörern an dieser Stelle spiele. Interessant. Hm. Okay. So, hier kommen ein paar Werwölfe. Die finde ich immer irgendwie... Also sie sind nicht direkt schwer, aber man unterschätzt sie und dann töten sie dich. Also, passiert mir ab und zu. Na gut, passiert mir bei jedem Gegner. Egal. Ja, und jetzt habe ich auch noch beide gezogen. Das ist ja super. Super. Mhm. Mhm. Was mache ich jetzt? Es wäre richtig gut, wenn nur einer kommen würde. Deshalb laufe ich mal ein Stück weg. Zwei ist echt hart von denen. Oh. Okay. Weiter kommen sie nicht, oder? Doch. Okay. Ja, gut. Alles klar. Ja, noch. Gut. Oh mein Gott. Jetzt chill. Hi. Hä? Okay. Oh, Bestienbluttablette. Ich glaube, die war toll irgendwie. Ach ja, man kann sich auch in eine Bestie verwandeln, fällt mir gerade ein. Stimmt. Aber ich glaube, da sind wir noch lange nicht. Boah, das weiß ich alles nur noch sehr verschwommen. Es gibt zum Schluss irgendwann so eine Waffe, mit der man sich auf jeden Fall teilweise in eine Bestie verwandeln kann. Aber das bringt uns jetzt natürlich gerade auch nichts. Hallo. Ich versuche ihn mal zu parieren. Was ist mit dir, hä? Willst du mich irgendwo in eine Falle locken oder so? Ja, da wurde ich zu gierig, hast recht. Okay. Okay, also, wenn wir die hier farmen, kriegen wir Blutsteinscherben. Sehe ich das richtig? Das ist gut. Gut zu wissen. Irgendwo klebt hier ein Viech an der Decke, das weiß ich. Ich weiß nur nicht mehr wo. Die Chancen stehen also 50-50, dass er mich zuerst sieht oder ich ihn. Hm. Aber das da sieht ziemlich verschlossen aus. Ich nehme das trotzdem mal mit, oder? Kriegen wir das auf? Nee. Natürlich nicht. Wäre auch zu schön. Ich weiß gar nicht mehr, wo das hinführt. Glaube ich zumindest. Ah doch, ich weiß es glaube ich doch. Wenn ich das jetzt nicht völlig vertausche. Hm. Okay. Bisher sehe ich keinen Gegner. Das beunruhigt mich irgendwie. Ah, da ist er ja. Ja, ja. Frechdachs, du. Ach, stimmt. Da geht man jetzt nämlich so rum und guckt da in die Ecke. Und dann denkt er, er ist ein ganz schlauer. Hä, Junge, was ist mit dir? Hirscht er sich wo von hinten ran und man kriegt einen mega Schreck. Aber nicht mit mir. Oh. Oh. Ja. Okay.
Boah, Mann, ich wusste, dass das passiert, ne? Und hab mich trotzdem davor erschreckt. Das gibt's gar nicht. Konzentration. So. Ey, bei dem Spiel, da kriege ich echt Puls, ne? Echt jetzt. Okay. Da kommen wir, glaube ich, zu dem Boss. Also müssen wir erstmal hier lang. Ich höre auf jeden Fall irgendwas atmen. Ist hier jemand? Wenn ja, wo? Nein. Dann da. Aha. Ja, ich weiß es doch. Komm. Was ist mit dir? Ich hab deinen Plan durchschaut. Das kommt davon, wenn man seine Chance nicht nutzt. So. Boah, das läuft ja gerade, ey. Unfassbar. Okay, hier ist nix. Außer einem durchgebrochenen Boden. Okay. Hä? Ah ja. Okay, gut, dass ich dieses Level noch halbwegs kenne. Ich hoffe, dass nicht auf der anderen Seite auch noch einer. Das wäre jetzt blöd. Ja, komm! So. Oder war gerade noch was, oder? Was haben wir denn hier? Mhm. Nee, war doch nichts mehr. Gut. Ist das verschlossen, oder? Cool. Ich glaube, hier oben ist eine Sackgasse, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Feuerpapier. Das können wir eigentlich auch echt mal benutzen. Ich meine, die kann man auch im Laden danach nachkaufen oder so. Okay. Ja, und hier waren wir, glaube ich, schon mal vor 2 Folgen oder sowas, wo ich dem Viech hinterhergesprungen bin und dann nicht mehr zurückkam. Ich glaube, ich muss hier noch irgendwas umschmeißen oder kaputt hauen oder so. Und dann haben wir hier noch eine Abkürzung. Ich glaube, das ist so irgendwie so. Obwohl, jetzt sind wir schon ganz oben. War wohl doch nicht so. Hä? Hm. Ja, gut. Hä? Moment. Wie geht denn das dann? Erstmal nehme ich hier das Ding mit. Das habe ich letztes Mal anscheinend vergessen. Also man geht hier runter. Und hier. Und hier. Hä? Geht man doch hier? Nee, da kann man doch gar nicht runter. Ich bin schon wieder... Hä? Oder doch, da ist ja die Tür. Was? Kann man nichts kaputt machen. Verstehe ich jetzt gerade gar nicht. Macht irgendwie keinen Sinn. Ist das gar keine Abkürzung so richtig gewesen? Vielleicht war es auch nur ein Weg zurück. Ich check's gerade nicht. Wirklich einfach zu doof. Ja, ist okay. Beruhigen wir uns aber alle mal, oder? Ach, shit. Oh, ich habe keine Patronen mehr. Ich glaube, ich kann mein Leben sozusagen ein bisschen opfern, um neue Patronen zu bekommen. War das nicht irgendwie so? Das machen wir jetzt aber mal nicht. Das hier lädt sehr ein zum sich runterfallen lassen, aber diese ganzen Blutflecken... Nee. Vielleicht kann ich da so hin... Also, oder? Das muss doch gehen.
Ich mach das jetzt einfach. Egal. Geht doch. Hä? Was heule ich hier eigentlich die ganze Zeit rum? Wie verwirrt und verpeilt ich bin. Total komisch. Einfach nur komisch. Ja, was mache ich denn jetzt? Ich gehe jetzt 11.000, ne? Das ist ja echt ganz schön viel. Ich glaube, ich gehe zu dem Boss nach unten. Vielleicht schaffe ich ihn ja im First Try. Ich habe jetzt gerade echt keinen Bock auf den Typen da oben. Für den brauche ich, glaube ich, ein paar Level mehr. Andererseits müssen wir dann natürlich gleich, wenn ich sterbe, 11.000 Seelen zurückholen. Das ist auch gar nicht mal dann so einfach. Habe ich auch jemanden? Nein, okay. Mir ist klar, dass da noch einer ist. Jetzt tut doch nicht so. Ja, okay. Hallo? Aha. Ja. Der hat aber nicht so geschrien, oder? Die Werwölfe schreien nicht so. Hallo. Was ist denn los? Ich könnte natürlich auch zurückgehen und mich leveln. Das wäre ja... Das wäre wirklich schlau eigentlich. Aber... Ich weiß jetzt nicht, ob ich für intelligentes Spielen bekannt bin. Eigentlich eher nicht so. So. Jetzt beruhigen wir uns bitte alle mal. Wer ist denn hier? Wo? Was? Hallo? Mann. Oh Gott. Komm. Ja, sehr gut. Ach, da ist jemand. Hallo. Ich hab dich. Oh. Boah, du bist so scheiße, Mann. Wie schnell die sind. Ja, ich weiß. Angst. Naja, wenigstens weiß ich jetzt, was hier ungefähr so für Gegner nochmal sind. Das war's, oder? Da liegt noch ein bisschen was. Gib her. Oh, cool. Oh, ich schaff den bestimmt nicht im First Try. Ich schaff eigentlich nie irgendwas im... Oh, da war schon wieder so ein Viech. Oder nicht? Oder doch nicht? Vielleicht war es auch nur der Schatten gerade. Na gut. Ich würde den schon gerne jetzt bekämpfen. So, sonst ist hier anscheinend nichts. Jo. Na gut. Wie cool das einfach aussieht, oder? Oh, das ist einfach cool. Auf jeden Fall brauchen wir für diesen Boss, das weiß ich noch sehr gut, Gegengift. Falls ich das jetzt nicht komplett verwechsel, aber ich glaube nicht. Gegengift? Ach so, da oben. Ja. Wir versuchen das einfach mal. Ich denke, die Chancen... Oh, da können wir jemanden rufen. Oder? Ich schwöre, Alfred. Alfred, wer ist nochmal Alfred? Ach so, unser Kumpel, ne? Den wir neu kennengelernt haben. Ja, der Alfred. Sind die eigentlich noch Gegner? Oh, Alter! Oh Mann, was soll der Scheiß immer? Alter, ey. So uncool. Oh, danke, das ist hilfreich. Oh, ey. Das habe ich jetzt aber gesehen.
verschrecke ich mich hier immer so? Wieso? Ja, da ist auch noch einer. Hä? Hallo? Ich sehe, dass du kein Stein bist. Hast du mich für doof oder was? Wow. Oh, ich habe gedacht, ich krieg hier noch ein paar Dinger. Ne? Blutfiolen. Vielleicht hier. Hm. Okay. Ist auch nicht zu verachten. Soll ich das jetzt machen? Oder mache ich das lieber nicht? Vernünftig oder unvernünftig? Warum frage ich das überhaupt? Ich gehe da jetzt eh rein. Oh, wir könnten mal ein Feuerpapier nutzen. Moment, ich muss das mal eben ein bisschen anders arrangieren. Die komische Spieluhr hier, die kann mal weg. Das kann auch weg. Den Rest benutzen wir, oder? Das wird super. Ich weiß es. Ich glaube, das wird super. Okay. Da hinten ist er schon. Hallo. Na. Du. Jetzt mal ein bisschen. Ah, stimmt, der hampelt so komisch rum. Autsch! Ja, ja, ist ja gut. Okay, 194 Schaden machen wir mit Feuer. Das ist auf jeden Fall, muss man sich ja mal merken, ne? Ob das überhaupt mehr Schaden macht oder vielleicht lohnt sich das ja gar nicht. Oh Mann, das in der ersten Phase. Wo ist er? Da. Oh doch, das macht schon einen Unterschied. Beruhig dich! Nein! Okay. Boah. Alter! Einmal kannst du ja mal treffen, oder? So, okay. Jetzt wird er ein bisschen böse. Mal noch ein Feuerpapier, würde ich sagen. Weil das, so kannst du mal treffen? Ja, ja. Das tut ihm schon ganz schön gut weh, ne? Oder? Alter, du bist echt crazy. Ah. Ja.
Oh, ich bin vergiftet, das ist schlecht. So. Das hat irgendwie gar nicht geholfen. Ach so, ich habe mich geheilt aus Versehen. Ja. Oh, shit. Heilen. Okay, super böse. Oh, ich habe nur noch 3 Tränke. Nicht so geil. Was machst du denn? Da. Oh, shit. Schlechtes Timing. Nein, nein. Oh, Gott. Alter! Beruhig dich! Oh. Keine Heilträger? Doch. Scheiße! Ah. Oh, fuck! Oh, Mann! Oh, Mann! Mann! Ah, die Vergiftung ist echt stark. Schade. Bis dahin ging es ganz gut, aber er macht mir so viel Damage. Da bin ich die ganze Zeit mit Gegenheilen beschäftigt. Es gibt bestimmt einen Gegenstand dafür, oder? Bestimmt. Ich kenne ihn aber nicht. Gibt es eigentlich Ringe? Auch nicht, oder? Nö, wo sollte man die hin tun? Aber es gibt doch irgendwas gegen Gift. Oder nicht? Bin mir ziemlich sicher. Giftresistenz irgendwie erhöhen. Da muss es geben. 8, 16, ja, und das ist eigentlich schon vergleichsweise hoch anscheinend. Oh ja, ja, doch. Nee, hey, wir haben das Falsche ausgerüstet. Shit. Oder? Langsame Giftresistenz, ja, das sollten wir benutzen. Das sollten wir benutzen. Moment, und hier? Ach so, hier hatten wir uns. Habe ich den Hut aufgesetzt? Okay. Ach shit, wieso habe ich das vorher nicht gecheckt? Oh, ich bin so ein Trottel. Ich muss es nochmal versuchen. Ja, doch, ich muss das nochmal versuchen. Oh, ein Heiltrank, ey. Das war wohl ein Witz. Wir gehen mal eben kurz hier in den Traum des Jägers und ich kaufe mir ein paar Heiltränke. Falls mein Budget das erlaubt. Ich habe ja noch so ein paar Kaltblut-Tau oder wie das Ding heißt im Inventar. Können wir dafür mal ausgeben.